Corona-Krise auch hier mein Laden in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich kann hier keine Bilder mehr ausstellen. Das heißt, die Workshops sind abgesagt, niemand kann mich besuchen kommen und darüber bin ich sehr traurig. Das ist der Grund, weshalb ich mich jetzt mit diesem Video an euch wende, um auf mich aufmerksam zu machen und zu sagen, wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei auf meiner Webseite. Ich zeige euch jetzt mal ein kleines bisschen was, was ich so tue, damit ihr einen Eindruck bekommt. Das ist ein Teil meiner Kunst und zwar die Kombination aus Foto oder Illustration, Malerei mit Enkaustik. Enkaustik ist eine griechisch bzw. ägyptische alte antike Wachskunst, die eine Art Finish darstellt. Damit kann man Pigmente entweder fixieren oder eben auch einen Abschluss suggerieren, der dann das ganze Bild etwas geheimnisvoller erscheinen lässt. Da kann man in Lagen arbeiten oder einfach als Finish das nutzen und damit arbeite ich sehr, sehr gerne. Das ist jetzt ein Part meiner Arbeit, die ich momentan mache. Ein anderer ist der in meiner Ausstellung, die ich gemeinsam mit mehreren anderen Künstlern bei Gravy Art momentan ausstelle, leider ja auch eingefroren gewissermaßen. Die Bilder hängen da jetzt alleine. Und da geht es um Schriftkunst, auch wieder die Kombination aus Wachs in Kombination mit Schrift. Das heißt, da zeige ich zum Beispiel Songtexte oder Lyrik, die ich in Bildern verarbeitet habe, zu Schriftbildern und dann wieder kollagiert mit Wachs. Unter anderem ist dabei Blackbird von den Beatles oder von Max Frisch ein ganz berührendes Gedicht über die Menschen. Das macht mir sehr viel Spaß, weil ich möchte nicht, dass die Bilder so erscheinen, die Schrift in den Bildern so erscheint, dass man es nicht lesen kann, sondern dass man Interesse hat, auch mal Lyrik zu lesen oder vielleicht sich sogar auch mal einen Songtext genauer anzuschauen. Also, es freut mich, wenn ihr vielleicht bei Gravy Art auf die Seite geht und schaut, wie die virtuelle Ausstellung, die momentan da läuft, aussieht und mich da sozusagen sucht und findet und später vielleicht auch nochmal vorbeikommt, wenn wieder alles vorbei ist mit dieser furchtbaren Corona-Krise.